Yes, heldenhaft! Oh, jetzt! Ja, heldenhaft! Komm, ja! So, was geht ab? Deutsch ist am Start. Mit einem neuen WW2 Video auf den Freitagabend, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe ganz besonders, dass es dem guten Mika gut geht. Der gute Mika hat heute Geburtstag. Ich bin heute auf seinem Account und wir werden heute zu seinem Geburtstag auf seinem Account einige Kisten aufmachen und die Fallschmieger testen. Ihr wisst Bescheid, die Fallschmieger wurden gepatcht und die wollen wir uns jetzt nochmal nach dem Patch angucken, ob sie wirklich jetzt besser sind oder schlechter sind vielleicht sogar. Und ja, zudem werden wir noch einige Kisten aufmachen. Guckt mal bitte ganz kurz unten rechts. Wir haben 18 normale Kisten, 3 seltene Kisten, 83 Widerstandskisten und hier noch eine Uniformbestechung und noch eine epische Bestechung. Diese ganzen Kisten werden wir jetzt hier gemeinsam in dem Video aufmachen und halt wie gesagt die Streak-Test. Nochmal an der Stelle herzlichste Glückwünsche gehen raus an Mika. Ihr könnt auch mal an der Stelle Hashtag Happy B-Day Mika in die Kommentare schreiben. Würde ihn, denke ich mal, sehr freuen. Das ist hier gerade auch so eine kleine Überraschungsaktion quasi, weil ich nehme mir gerade am Donnerstag auf. Für euch sieht es jetzt am Freitag. Er hat auch am Freitag Geburtstag und ich nehme das hier schon am Donnerstag auf. Ich habe das mit seiner Freundin auf Facebook abgesprochen, dass sie ja ihn von der Playstation weghält, den Donnerstag und den Freitag, sodass er das erst im Video sieht, dass ich jetzt auf seinem Account hier aufnehmen darf. Somit ist das eine kleine Überraschung. Ich hoffe, das ist irgendwie ja, aufgegangen, der Plan. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal zum Beginn ein paar Kisten auf, irgendwie 30 oder sowas. 30 Kisten machen wir jetzt erstmal zum Beginn auf, rattern die ganze hier runter. Ich schneide euch da das Beste irgendwie raus, falls wir überhaupt was sehen. Ich hoffe natürlich jetzt hier an dem Jubeltag vom guten Mika, dass wir ihm hier was Gutes ziehen können. Dann jumpen wir in-game, habe ich euch ja schon alles erklärt gehabt. Und dann zum Schluss machen wir nochmal die restlichen 50 Kisten irgendwie auf mit den ganzen Bestechungen und so weiter und so fort. Also wir haben heute viel geplant, ich habe viel zu viel geredet. Ich hoffe, das war nicht allzu wirr. Ja, falls ihr Bock habt auf das Video, könnt ihr natürlich gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Könnt natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, falls ihr Bock habt auf weitere viele WW2 Videos. Und jetzt muss doch mal was Gutes hier bei rumspringen für den Mika. Ich habe auch gerade geguckt, ob er irgendwie die Ziege 2 schon hat oder ob er die Schlange 2 schon hat. Das sind ja so die beiden Main-Waffen, die ich gerne hätte. Hat er beides nicht. Auch irgendwie hier die krasser Kumpel 2, die Bahn heldenhaft oder Orson heldenhaft. Er hat eigentlich fast nichts wirklich Krasses in heldenhaft. Deshalb ist da, denke ich mal, noch ja, relativ viel Spielraum nach oben. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir jetzt hier für den guten Mika hier was Schönes, Nettes ziehen könnten. Aber ja, ihr kennt meinen Packluck, meine werten Damen und Herren. Ihr kennt meinen Packluck und heldenhaft! Komm, Baby! Ja, das ist nicht schlecht. M1A1, Karabiner, Körperfresser 2. Auf den Nacken. Das ist unser erstes heldenhaftes Objekt hier. Nach circa 15 Kisten. Geht eigentlich klar. Geht eigentlich klar. Kann man sich, denke ich mal, nicht beschweren. Ihr wisst Bescheid, die Widerstandskisten sind komplette Grütze. Dafür sind sie ja free. Das ist ja wirklich echt nice, das System. Das habe ich auch letztens irgendwie bei meinem letzten Pack-Opening gesehen. John, sei doch mal ehrlich, du kaufst doch deine Kisten. Das ist doch nie erspielt. Du gibst doch da tausende von Euro rein in das Spiel. Nein. Also wirklich, ich öffne nur für Geld, wenn ein neues Event besteht. Also wenn neue Kisten da sind, neue Items da sind und man sich jetzt nicht auf die Schnelle irgendwie Kisten erspielen kann, dann ziehe ich für Geld, damit ich halt dann direkt, wenn das Update kommt, hier ein Video rausknallen kann mit den neuen Kisten, wo ich das probiere zu ziehen. Dann öffne ich für einen 50er oder sowas. Aber sonst sind alle meine Pack-Openings immer von mir selbst erspielt. Ich schwitze wirklich jeden Tag auf die Aufträge und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr Kisten aufmachen wollt, spart euch die Kisten auf, geht jeden Tag online. Um 19 Uhr werden die Aufträge immer aktualisiert, also Punkt 19 Uhr gibt es immer die neuesten Aufträge. Dann holt ihr euch die ganzen Aufträge bei hier Captain Butcher, geht dann noch zu Major Howard, holt euch die ganzen Befehle und so weiter und so fort. Und dann spielt ihr einfach ein paar Runden, kriegt da noch zufällig nach den Runden noch ein paar Belohnungen und so weiter und so fort. Und dann seid ihr irgendwie nach 2 Stunden oder sowas oder 1,5 Stunden bei 10, 11, 12 Kisten pro Tag. Jeden Tag. Und somit kann man halt einfach in ein paar Tagen 100 Kisten sich easy erspielen. Das ist schon echt nice gemacht von Call of Duty. Und dann finde ich das eigentlich auch relativ in Ordnung. Ja, das ist die einzige Variante, die er von der Orso hier hat. Da finde ich das auch relativ in Ordnung, wenn jetzt die Kisten nicht die kompletten Burner sind, wo jede zweite Kiste was Heldenhaftes drin ist. Weil wir die natürlich echt in den Arsch geblasen bekommen. Das müssen wir mal ehrlich sagen. Wir bekommen hier nicht irgendwie täglich nur eine Kiste und irgendwie sonst ganz teuer für 2 Euro kaufen, wie hier irgendwie ein FIFA, wo man sich in FIFA-Packs tausende von Euro reinballern muss und da nicht 2 rumkommt.
ist es schon echt fair gemacht. Kann man einfach nichts anderes sagen. Auch wenn ich wieder schmutzige Hände habe und wieder hier nichts ziehe, ist das eigentlich ein faires System. Ihr seht es unten links, wir sind jetzt auf die 50 Kisten runtergezogen. Das war jetzt so der Plan. Jetzt machen wir noch hier 18 normale irgendwie im Schnelldurchlauf auf und noch die drei anderen seltenen Kisten. Keine schlechte Visitenkarte, sieht nicht übel aus. Ah ja, ich hab's gecallt, da ist noch was Heldenhaftes. Stinkerei 2, geil. FG 42, Stinkerei 2. Das ist ein nicer Catch. Das ist eine geile Waffe. FG 42, absolut beste AR im Spiel. Und noch eine sehr schöne Variante mit der Stinkerei 2. Damit können wir uns, denke ich mal, jetzt hier zufrieden geben. Nochmal was Episches hat er zwar schon, aber wir haben jetzt auch einige Waffenkammer-Credits. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt an der Stelle auch endlich in-game. Aachen Stellung. Wir spielen natürlich jetzt hier Stellung für die vielen Punkte, weil wir wollen jetzt hier mindestens dreimal die Fallschirmjäger hier erreichen, um hier uns eine gute Meinung zu dem Update hier bilden zu können. Kein schlechter Start, deshalb spielen wir schön Drohne, Konterdrohne und dann noch abschließend die Fallschirmjäger. Und ich bin gerade noch komplett uneingespielt. Ich habe vollkommen kalte Hände. Oh, Ziege 2, Hallöchen. Vollkommen. Wie kann man eine Ziege 2 mit dieser Tarnung so verschmutzen? Wie kann man so undankbar sein? Ohne Scheiß. Ja. Hier sind noch ein paar, glaube ich. Komm zu Daddy. Kurzes Dröhnchen hier raus. Oh ja, hier kommen ein paar. Komm, 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 komm. Oh, oh ja, oh ja. Oh nein, 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 oh nein. Kurz mal hier eine Nade. Mann, ich habe noch so komische Hände. Ich ist ganz komisch gerade noch. Oh, ich habe so Angst, zu sterben, ne? Nein, 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 nein. So dumm, so schlecht. Haufen Scheiße schon. Zack, zack. Kurz mal die Bar hier auflungern. Oh, ich hab so kein Aim gerade. Ganz miese Nummer. Aha. Drohne wieder. Das ist so schön, in Stellung mal belohnt zu werden für ein paar Kills hier. Aua. Aua. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oder drum raus. Und jetzt mal kurz die Punkte hier snaggen. Schnell wieder weg. Da sind viele. Da sind richtig, richtig viele. Scheiße, sind da viele. Nicht am Arsch. Ich habe nur die scheiß falschen Geld zu haben. Oh nein, hier sind so viele. Oh nein, hier sind so viele. Oh nein, hier sind so viele. Nein. Ein Kill. Let's go! So kann man das Video hier starten. Direkt mit den ersten Fallschirmjägern. So wie ich das hier sehe. 10 Stück ist auch noch am Start. Und hauen wir mal direkt den Kollegen hier. Ja, mein Aim, Gottes Willen. Kollegen hier raus. Und wir zählen jetzt mal mit bei allen drei Fallschirmjägern. Komm raus, da ist noch einer. Aha. Zählen wir mal mit, wie viele Kills die jetzt hier machen. Und dann rechnen wir am Ende den Durchschnitt aus. Also wie viele die im Durchschnitt quasi gemacht haben. Und ja, da bin ich mal gespannt. Zurzeit noch kein Kill. Ja, lasst euch Zeit. Mache ich halt einfach weiter Kills hier. Immer noch kein Kill. Ist in Ordnung. Nein! Stelle ich mich nicht. Keine Muni, keine Muni, keine Muni. Ich dachte, vielleicht machen wir hier nochmal als Geburtstagsgeschenk eine V2-Rakete. Aber ja, schade. Bisher haben auch die Fallschmieger ernsthaft noch kein Kill gemacht. Ich glaube, die sind auch schon alle weg, ne? Wenn ihr mal auf die Minimap guckt, die sind schon alle weg. Grüße gehen raus an Michael Condry. Beziehungsweise, der ist ja nicht mehr bei Sledgehammer Games. Aber an den Schundboy, der die Fallschmiege angeblich gepatcht hat, sah mir gerade noch nicht so danach aus. Keinen Kill für eine 1250-Punkte-Streak. Ist ein bisschen belastend. Na, bitte hol mich nicht. Nice, Drohne haben wir wieder. Läuft echt nicht schlecht hier gerade, die Drohne. Obwohl ich Aachen ja eigentlich abgrundstiefst hasse. Snipe mich bitte nicht. Danke. Ja, wir haben sie nochmal. Wieder 10er-Streak. Geil, Alter. Komm, jetzt. Ach, die Runde ist gleich zu Ende. Nein, geht in die Stellung. Jungs, geht in die Stellung. Geht in die Stellung. Geht in die Stellung. Sonst läuft die Zeit ab. Ja, nein. Wieder auf 10er-Streak. Aber leider. Ja, vorbei. Freunde, das zählen wir jetzt aber nur als einen Fallschmiger. Wir müssen noch zweimal die Fallschmiger erreichen, weil das, der hat ja keinen Kill gemacht. Der hat ja nicht mehr die Chance, einen Kill zu machen. Unser Endscore ist jetzt hier ein... Können wir das auch angucken? Hallo? Können wir auch... Unser Endscore ist jetzt hier ein 35 zu 6. Das nehmen wir jetzt mit und sehen uns in der nächsten Runde.
Hallöchen, hallo. Das waren drei. Habe ich schon die Stellungspunkte mitgenommen? Ja, habe ich, glaube ich, schon. Nee, habe ich noch nicht, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dadurch wieder so schön auf Streak gekommen. Shotgun, ich habe Angst. Die kommen jetzt alle von da. Wir sind auf einem guten Weg. Einen sehr guten Weg. Ja, das riskiere ich jetzt mal lieber nicht. Aha. Oh Gott. Bisschen zu One-Shot. 10 Punkte oder sowas. Komm, 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 komm. Jetzt bloß nicht sterben. Ich habe Angst, wir sind stunned. Nein, bitte holt euch den Assist. Holt jemand den Assist? Ja, jemand hat den Assist geholt. Ehrenmann. Sehr geil. Dann haben wir also jetzt hier auch schon auf die zweiten Fallschmiger. Und die haue ich jetzt auch mal direkt raus. Hoffentlich diesmal mindestens einen Kill. Das wäre, denke ich mal, ganz cool. Erster Kill. Schön. Hinter mir ist einer auch. Artillerie. Zweiter Kill. Dritter Kill. Nicht schlecht. Vierter Kill. Gut. Ich glaube, das war's schon. 4 Kills sind es jetzt insgesamt gewesen. Eigentlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Auf Pointed Rock Stellung. So eine kleine Close Quarters Map. Da müssen doch die Fallschmieger 15 Kills machen. Das kann nicht sein. 4 Kills. Damit sind wir jetzt hier im Total bei 2 Kills pro. Also im Durchschnitt, weil der erste hat ja keinen Kill gemacht. Und das ist ja eigentlich, ja, noch nicht so. Wirklich Dülle. Gib mir die Punkte. Was? Scheint schon einer drin gewesen, oder? Aha. Andreas. Schönes Projektchen. Oh Gott, ein Kill noch oder so. Ich glaube, ich verpiss mich mal hier. Komm, das ist wettes dumm, das ist dumm, das ist dumm. Okay, noch 25 Punkte. Bitte jetzt nicht sterben. Uiuiuiuiuiui. Yes, baby! Woohoo! Die dritten Fallschmieger sind am Start. Dann hauen wir die auch mal direkt hier raus. Und bitte macht jetzt einfach mal mehr Kills. Eskaliert mal jetzt hier. Macht mal jetzt 10 Kills. Haut mal jetzt hier rauf. Ah, 10er Streak. Ach, schlag schon wieder tot. Egal. Komm jetzt. Eskaliert mal. Erster Kill. Eine Ewigkeit später. Was ist da los? Als ich letzten Fallschmieger gedrückt bekommen habe, haben die 5-6 Kills innerhalb einer Sekunde gemacht. Die haben uns richtig gefeedet. Und jetzt schon, sind schon wieder alle weg, oder was? Hä, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das gar nicht. Freunde, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Liegt das gerade, habe ich gerade einfach nur ultimatives Pech hier? Habe ich die falsch eingesetzt oder irgendwas? Oder sind die bei euch auch so, wie ich den gebullshittet habe, sind die bei euch auch so beschissen? Weil, ein Kill, 4 Kills und 0 Kills, das sind 5 Kills in 3 Runden. 5 Kills in 3 Runden, hallo. Das kann doch nicht angehen. Wie sie da sitzen, die süßen Boys. Hier oben ist noch ein Kollege. Aha, wo ist der? Ach so, sieht das also aus. Was sehe ich denn? Ach so. Wolltest du mir mit der Schlange 2 dich verstecken hier? Ja, ja, die Schlange 2 erkenne ich aus 100 Metern. Nein, ich sterbe direkt. Na komm, scheiß doch, Freunde. Wir gehen jetzt hier raus aus der Lobby. Beenden dann an der Stelle den Gameplay-Part. Fazit, keine Ahnung, beschissen. Wenn das wirklich gerade deren Ernst war, war das absolut beschissen. Das ist jetzt aber egal. Wir machen natürlich jetzt noch die letzten 50 Kisten auf. Nicht schlecht. Eine Winterwaffe GPMG ist zwar eine dreckige Waffe, aber in der Heldenacht komm! Ja! Ich dachte schon wieder, die hatten wir ja schon bei meinem letzten Pack-Opening genau die Waffe gezogen und die sieht irgendwie crazy aus vom Bild aus, dass ich schon wieder dachte, das wäre irgendwas krasses gewesen, aber ja, im Endeffekt war das eine ziemlich beschissene Schrotflinte in Heldenacht. Ja, Heldenacht, bitte komm! Habe ich auch schon gezogen auf meinem Account, kann ich mich noch erinnern. Mann gegen Mann, wie sieht denn Karte? Heldenhaft, nicht verkehrt, ist in Ordnung, aber ja. Heldenhaft. Schützendivision 2. Besten Dank.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen heldenhaften Klamotten oder epischen Klamotten? Also mich interessiert das wirklich gar nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare an der Stelle. Interessiert euch das? Interessieren euch diese Klamotten? Zieht euch da extra an, guckt ihr, oh geil, ja, ich habe die Klamotte gezogen, heldenhaft, die wollte ich schon immer haben. Tickt ihr da irgendwie so? Oder sagt ihr, juckt mich eigentlich nicht, habe ich mir noch nie angeguckt richtig? Weil das ist ehrlich gesagt bei mir der Fall. Ich habe mein Outfit einmal zum Widerstandsoutfit geändert, wo ich irgendwie hier so ein Akkordeon auf dem Rücken habe. Aber danach habe ich, ja, nie wieder das irgendwie geändert und keine Ahnung, interessiert mich eigentlich relativ wenig. 5 Kisten haben wir noch. Helden A! Retter 2, M1941. Nicht übel. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Oh, jetzt geht's los! Das war's dann jetzt mit den ganzen Kisten von den Widerstandskisten. Jetzt haben wir natürlich noch, ich zeig's euch nochmal ganz kurz, hier die zwei Bestechungen, nämlich einmal die Uniformsbestechung, hatten wir auch gerade darüber geredet, dass es eigentlich relativ unnötig ist, aber eine heldenhafte Bestechung. Vielleicht ist da noch irgendwas anderes drin, ich habe die noch nie aufgemacht, aber ja, es scheint wirklich nur eine... Episch. Heldenhafte Widerstandsuniformsbestechung. Das ist kein Problem. Ist einfach episch. Ist kein Problem, Call of Duty. Die Kiste will ich zurück haben, Call of Duty. Michael Cornry, auch wenn du nicht mehr bei Sledgehammer Games arbeitest, die will ich zurückhaben. Das können die doch nicht ernst meinen hier. Heldenhafte Bestechung, komm, episch. Na gut. Letzte Kiste geht jetzt auf. Nochmal eine epische Bestechung haben wir hier. Die geht nochmal auf. Drückt uns nochmal hier die Daumen. Für mich, für den Mika. Dass wir hier nochmal eine Schlange 2 ziehen. Augen zu und... Ja. Ich hab's schon gehört, da kam nichts Heldenhaftes. Zweimal Waffenkammer-Credits. Aber egal, Freunde. Das hält uns jetzt hier nicht davon ab. Kisten waren ein bisschen mau. Trotzdem war es, denke ich, mal ein cooles Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Herzliche Glückwünsche gehen natürlich nochmal an der Stelle raus an Mika. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen auf dem Freitagabend. Ich wünsche euch an der Stelle allen einen prächtigen Start ins Wochenende. Am Wochenende wird natürlich hier wieder eskaliert mit den Videos. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein, Jungs. Ciao. Ciao. Pschuh.